die K1 in Worbis hat meine Frau geholt. Und zwar gab es ein paar Tage zuvor ein Ereignis auf der Abteilung Inneres. Dort wurde uns ein Schreiben vorgelegt, dass wir uns an keinerlei kirchlichen Einrichtungen, an keinerlei kirchlichen Institutionen in unserer Ausreiseangelegenheit zu wenden haben. Dass wir an ja, keinen Demonstration. Und damals hat man schon gemerkt, über die Kirche, dann sickerte das auch überall durch in den Medien. Und gerade was die Nöldnerstraße 43, dort wurden ja erstmal die Antragsteller aufgenommen und gezählt. Da war man sich erst einmal im Klaren, wie viele Antragsteller es in der DDR überhaupt gab. Das nahm ja Formen an, das war ja schon Wahnsinn. Ne? Und jedenfalls hatte ich meine Schwester gebeten, Mensch, bitte fahr rüber nach Worbis, hol meine Frau dort ab. Und ja, sie ist dann auch rübergefahren. Sie wurde dann auch dort entlassen, aber halt den eigentlichen Grund habe ich ja nicht gesagt. Also die hat dieses Schreiben entwendet und hatte es eingesteckt. Das, was wir unterzeichnen sollten bei der Abteilung Inneres. Also ich wollte dem Herrn das wiedergeben und sie hat es mir aus der Hand gerissen und sagt, gar nichts kriegen Sie wieder. Das werde ich auch mal unserem Pfarrer zeigen. Mal sehen, was der dazu sagt. Und da wurde sie mehrfach, wurde sie verwarnt. Frau Bause, verlassen Sie jetzt diesen Raum mit diesem Schreiben. Ich kann Sie nur warnen. Ja, wir jedenfalls raus, sind auch an dem gleichen Abend noch zu dem Pfarrer Vogt, eine Kopie ihm übergeben, dann zu dem Pfarrer Braun, evangelische Kirche. Und am nächsten Tag ist dieses Schreiben zum Weihbischof Koch nach Erfurt gegangen. Und ich hatte davon auch eine Kopie mit, welche ich dann mitgenommen hatte nach Berlin. Und das Original hat die Staatssicherheit dann bei meiner Frau abgeholt, bei ihr auf Arbeit. Ja, und als wir nun an den Abend von Berlin nun zurückkamen, per Zug, also es war sehr, sehr kalt, 16, 17 Grad minus, in Leinefelde, als wir ausstiegen, der ganze Bahnhof. Hermetisch abgeriegelt. Alles voller Stasi-Leute. Meine Frau hatte mich dort auch abgeholt. Die hatte mich eigentlich schon gewarnt. Hier stehen überall, die warten nur noch auf euch. Und ich dachte jetzt, jeden Moment schlagen die zu. Jedenfalls sind wir dann, also unsere Wege trennten sich dann. Also der Rolf Herkelmann, Jürgen Weber, jeder ist dann für sich nach Hause gegangen. Und ja, bis vor unsere Haustür. Also man konnte förmlich ihren Atem spüren. Das war schon keine Beschattung oder insgeheime Überwachung. Das war so offensichtlich und so auffällig, dass ich wusste, jetzt dauert das wirklich nur noch, ja, kann sich nur noch um Stunden handeln, dass man dich verhaftet. Ja, und dann kam der Montag. Also an dem Sonntag war es noch so, dass ich mich von meiner Mutter verabschiedet habe und von meinem Bruder. Sie hatte mir einen Vogel gezeigt, wo sie an der Nebenmaschine an so einer alten Singer stand und sagte, du hast doch einen Klaps. Ich sagte, doch, es könnte sein, dass ich morgen verhaftet werde. Und am nächsten Tag dann, meine Frau ist früh auf Arbeit gegangen und ich war zu Hause, es war so 10 Uhr, klingelt es, stehen drei Mann vor der Tür, fragten mich noch ganz blöd nach meinem Namen. Ich sage, ja, Staatssicherheit, bitte mitkommen. Dann habe ich gefragt, ja, wieso, was liegt denn vor? Bitte kommen Sie mit, ziehen Sie sich was an, kommen Sie mit. Ja, aber aus welchem Grund? Klärung eines Sachverhaltes. Und auffällig war, die hatten einen Schritt in der Tür drin. Und da war so eine Türschwelle, so eine Kante. Und ich hatte gesagt, ja, okay, ich muss mir nur was anziehen. Ich hatte irgendwie ein Unterhemd und wollte mir einen Pullover noch anziehen. Ich sage, ich bin gleich wieder da. Ich sage, nehmen Sie bitte den Fuß aus der Tür. Wir warten hier. Ich sage, nehmen Sie den Fuß aus der Tür. Das Ganze ist so weit gegangen, dass sich die Tür fast verformt hat, weil ich die versucht habe, mit Gewalt zuzudrücken. Die Tür wurde aufgestoßen. Die Leute standen
ja, zwei, drei Mann, also drei Mann standen oben, also mit einem Fuß bei mir im Flur und ja, schauten mir zu, wie ich mir was angezogen hatte und dann sind wir eben halt runtergegangen. Also wir wohnten im fünften Obergeschoss. Als ich dann unten ankam, standen noch fünf Mann. Und da hatte ich gedacht, mein Gott, was ist denn das für ein Aufgebot hier? Die kommen mit acht Mann, um dich zu holen und ja, zwei Autos. Ich stieg dann hinten ein, es war ein Wartburg und ein Lader. Und während der Fahrt wurde gesagt, ja, die Frau Pause, Stoma-Zentrum, das muss doch... Da habe ich gedacht, die werden doch wohl jetzt nicht deine Frau holen. Dann fuhr man hoch in das Stoma-Zentrum. Dann wurden den Leuten gesagt, dass sie nicht mehr dort arbeitet, sondern in der Außenstelle. Und die Außenstelle, die war drei Eingänge neben unserer Wohnung. Also fuhr man wieder zurück. Und ja, die Autos, die standen hintereinander vor dem Eingang. Die Leute sind rein. Meine Frau kam raus in einem weißen Arbeitskittel. Sie ist Zahntechnikerin. Und selbst die Belegschaft ist mit rausgekommen, weil die haben gedacht, die träumen. Draußen wurden ihr die Handschellen angelegt, im Beisein der Ärzte. Und da weiß ich noch, eine Freundin von ihr, die ist in Tränen ausgebrochen. Die hat gesagt, sagt mal, was macht ihr denn hier? Was soll denn das? Und ich musste das nun aus ein paar Meter Entfernung mit ansehen und ja, diesen Blick vergisst man nicht. Den hat man immer wieder vor Augen.